Hallo, herzlich willkommen. Da quitten so viele zu Masterbuilders mit Anne und Nefi. So, hoffentlich bauen wir jetzt keinen Toaster. Ruckelt es auch gerade so hart bei euch? Nö. Oh. Geht's bei dir, Goro? Ja, Vulcano. Weißt du, was das ist, ne? Das ist doch hier ein Held bei Marvel. Echt? Nee, was ist ein Vulcano? Ist das ein Vulkan? Ja. Ganz normaler Vulkan? Ja. Ja, muss ich halt mich selber bauen, ne? Oh. Bin so heiß wie ein Vulkan. Mhm. Anne ist schon voll dabei. Anne macht gar nicht mehr mit. Anne? Doch, ja, ja. Hm? Anne, Anne, Anne! Oh, das wird hart. Muss ich mich beeilen? Hat sie gestern Abend auch gesehen. Now I need somebody that I used to know. Hat sie gestern auch gesagt. Oh. Ich hab mich übernommen. Ich weiß es jetzt schon. Das ist immer so dieses erste, dieses okay, ich schaff das und danach die Einsicht. Ja, genau. Ich schaff das nicht. So, oh, es gibt gar keinen Cheat hier. Ich schaff das doch nicht. Wobei. Wie lasse ich den denn jetzt? Wie lasse ich denn jetzt die Bombe platzen? Wie lasse ich denn jetzt die Bombe platzen? Oh, das ist sehr gut. Oh. Das ist genau mein Stil. Anne noch da? Ja. Cool, der Meister denkt. Aslan, wie krieg ich das denn jetzt hin? Ich dachte, sie hätte da schon so Zwecke gezaubert. Nein. Ruhe. Sie steht da noch vor einer leeren Leinwand so. Nein. Der Berg ist zu groß. Ja, genau, das habe ich auch. Ah! Wenn er tut, hast du einen Note, dass das hier so rumoxidiert? Ruhe. Der hat einen kleinen Mini-Vulkan. So ein Mini-Vulkan, so ein Schulvulkan. Ey, einen richtigen kleinen Schulprojekt-Vulkan hätte ich bauen sollen. Habt ihr sowas in der Schule gemacht? Nee, aber das machen die auch immer in den Ami-Filmen. Ja. Habe ich sogar gelernt, wie man das macht. Das war einfach nur chemische Zusammensetzung, oder nicht? Ja. Kannst den halt mit Backpulver machen. Mentos und Cola. Nee, Mentos und Cola ist nicht so lange wie Backpulver. Kommt auf die Masse an. Ja, Backpulver ist halt schon ein bisschen witziger. Jetzt gab es, wenn einer Vulkan baut, den Held, den Gro meinte. Kannst, ja, kann man machen. So, Freunde, das wird jetzt massig Arbeit hier. Ich brenne! Okay. Lass die Lava fließen. Das ist ja gar nicht. Das hat sie immer schon gemacht. Bist du mehr als Genüge? Was haben wir noch? Dann jetzt wieder. 4 Minuten, okay, das schaffe ich noch. Okay, schaffe ich noch. Ich schwimme in Lava. Okay, da machen wir hier einen hin, da einen hin, dann fließt das doch hoffentlich hier raus. Also wenn einer jetzt Pompeji noch bauen kann. Die fließt hier nicht runter. Ah doch, jetzt. Pompeji? Ich habe letztens diesen Pompeji gesehen, den Film. Ja? Mit hier, wie heißt er, der Schauspieler hier von Jon Snow. Echt? Ist das ein neuer Film? Ja. Nicht so geil, der Film. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus! Ist halt okay unterhaltend, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow. Wow. Wow, krasser Film. Oh mein Gott. Ich würde das gerne rückgängig machen. Mach ich das? Na, du quittest halt, dann sieht das keiner am Ende.
möchte lösen. Ich möchte lösen. Ich hab einen Monster. Ach, ich hab gar nicht mehr genug Zeit, okay. Ich werd sowas von letzter. Nee, meins fliegt in die Luft. Jetzt erkenne ich das Ausmaß. Wow. Das werden wir jetzt halt ganz oft sehen. Das ist ein Haufen Scheiß, oder was? Das ist okay. OMG, ist das jetzt ein schlechtes oder ein gutes? Das ist Anne, ne? Schon wieder. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das sage ich immer ich. Kann man bei dir rein oder hast du. Ach, du hast zugebaut da drin. Der ist schön irgendwie. Ich bin immerhin nicht in die Luft geflogen. Aber da. Der ist ein. Der bricht der aus? Okay. Der spuckt nur so ein bisschen, ne? Ist okay. Ja, das sieht aber cool aus. Auch okay. Aruster! Boah, der geht richtig ab. Der geht ab. Der ist ja geil. Aber ich finde da oben diesen Turm so ein bisschen. Das ist schon ziemlich cool. Aber du musst ja bedenken, dass du noch echt nicht so viel Zeit hast. Der ist aber besser als die letzten, deswegen muss ich dem leider ein Gut geben. Fand ich nicht. Weißt du, du hast meinem nur ein Mäh gegeben? Nee, ich hab. Nee, okay, dann hab ich einen okay. Der ist scheiße. Der ist ein Sandvulkan. Das ist meiner. Der ist schon ziemlich scheiße. Der ist ja wirklich ziemlich doof. Fast mal Elsa Bleeding, aber ich habe jetzt noch. Zu dir! Jawoll, und die Lava bleibt noch da. Juhu! Wie alle mal reinspringen dann. Wow, hier regnet's. Hier ist wirklich Land unter. Der ist ja echt nur mit Lava zugeballert. Aber es brennt außenrum. Das ist schon cool, ja, aber. Oh, wei. Pompeii, ey. Siehst du das nicht? Ja. Bin ich mehr. Mäh. Was ist das für Steine? Das ist so ein Bedrock-Kack. Bedrock? Soll das sein? Lisa Cat. Da fand ich meinen besser. Das ist voll der Pool. Yay, alle rein. Da ist unten noch was drin. Erkenne ich leider keinen Vulkan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss sich das ja vorstellen, wenn du jetzt siehst, das hier, ist das ein Vulkan? Ja. 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 Ist ein Berg, wo Lava oben rauskommt. Ja, ist okay. Gerade deiner, ist das Wolle? Nein, das ist Bedrock. Der ist nicht fertig hier. Was ist okay, das was cool? Ist das? My eyes are bleeding. Hat sie einer übernommen. Da hat aber einer nur mit Lava gearbeitet. Ja. Ah, den Boden zu Lava machen ist eigentlich auch nicht verkehrt. Oh, das ist eigentlich schon wieder too much, ey. Ja, das ist eigentlich too much. Huch, Alter. Boah, da ist aber Lava drin. Ich dachte, da ist ja wie keine Lava drin. Aber der ist bestimmt nicht tief. Oh, doch. Der ist verdammt tief. Der ist okay. Hat halt ein paar Löcher noch hier und da. My eyes are bleeding. Das ist halt. Keine Ahnung. Was ist das denn für ein Typ? Halt mehr so ein Lava-Tempel, ne? Das ist auch ein Tempel aus Pompeji halt. Kann ich aber rein. Mit deinem Pompeji. Guter Film. Guter Film. Mr. Pickle. Auflösung, Leute. Überlebt er denn oder wird er so ein zu so einer Figur in der Asche? Oh, Goro, wir haben die gleiche Punktzahl. Oh. Ich bin auf Platz 3 mit meinem Kack-Vulkan. GG, ich möchte den Film nicht spoilern, aber ich sag mal so. Kommen denn diese Figuren vor? Die Figuren werden gezeigt. Ja, okay. Also wie die da so quasi verenden. Genau. So. Sehr gut. Was sagt ihr, wer war Nummer 1? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.